Lieber Matthias, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Danke. War das so vorbereitet? Lief alles nach Plan? Kannst du zu deiner Partie führen? Also im Prinzip war fast nichts vorbereitet davon. Also ich habe C4 gespielt und habe mit erstens E6 gerechnet. C5 hat mich schon komplett aus dem Konzept gebracht, beziehungsweise hat er Springer 6 gemacht. Er hat halt noch nie semitarisch gespielt. Ich kannte mich auch nicht wirklich gut aus. Ich weiß halt nur, dass Springer C6 nicht der normale Zug ist. Normalerweise kommt Springer D7 an der Stelle. Und ich stand sehr schnell angenehm. Also üblicherweise gehört der Springer halt nach F6 und er stand jetzt halt auf E7. Und nachdem ich H4, H5 geschafft habe, ist es irgendwie sehr schwierig, überhaupt Figuren zu ziehen für ihn. Also wenn er hat nach Dame E3, irgendwann hat er Läufer A6 gezogen, aber das sah schon aus, als ob er keine Züge mehr hat. Und nach Springer G4, gut, Turm D7 verliert sofort, aber ich weiß auch nicht, ob die Stellung irgendwie noch haltbar ist. Es sieht schon sehr schlecht aus. Also nach Turm D7 Springer H6 ist, denke ich, vorbei. Ich hätte natürlich auch nehmen können, aber nach Dame H6 gibt es, glaube ich, keine Idee gegen Turm E3, Turm D4. Ja, wie fühlst du dich nach diesem Sieg? Etwas erleichtert, dass ich jetzt ausnahmsweise meine Partie gewinnen konnte. Und ja, es lief halt sehr glatt und einfach, deswegen ganz gut. Gibt es etwas, was du dir noch vorgenommen hast? Es gibt natürlich zum einen persönliche Ziele und zum anderen Mannschaftsziele. Also ich meine, erstmal müssen wir halt gucken, dass wir jetzt die nächsten Matches möglichst gewinnen, weil bisher lief es halt eben unglücklicherweise meistens schlecht für uns. Deswegen sollten wir jetzt halt gucken, dass wir die meisten Kämpfe gewinnen. Und das Gleiche gilt für meine eigenen Partien auch. Also ich meine, ich bin sicherlich noch ein bisschen im Elo-Minus, von daher möchte ich natürlich möglichst gut punkten jetzt in den nächsten Runden. Aber mal gucken, was für Gegner kommen. Die Auslosung ist relativ schwer vorhersehbar. Ich habe mitbekommen, dass ihr am Essenstisch heute über Rasmus' Eröffnungsvorbereitung gewitzelt habt, wo es um den Karokan mit F3 ging. Kannst du dazu irgendwas sagen? Also ich wusste nicht, wie realistisch das ist. Ich wusste nicht, ob Rasmus sich einfach nur Sorgen macht, dass es aufs Brett kommt oder dass es halt wirklich aufs Brett kommt. Hatte ich nicht erwartet. Er wird das wohl vorbereitet haben, dieses E6 Springer D7, was er jetzt, glaube ich, gemacht hat. Wir haben halt über sehr viele verschiedene Varianten gesprochen heute am Mittagstisch. Es gibt halt sehr viel spielbare Stellungen für Schwarz, aber man muss halt eben eine auswählen. Aber ich denke, also nachdem er Springer C5 geschafft hat und weiß auch C5 rausnehmen musste, dachte ich, er muss klar besser stehen mit Schwarz. Also es scheint gut gelaufen zu sein, wobei die Stellung jetzt mir noch nicht hundertprozentig klar ist, aber wahrscheinlich ist es gut für Rasmus, geht man aus.